Heyo. Bevor es jetzt weitergeht mit Teil 2 von meiner Reise in den Osten, sozusagen, und beim Taki, wollte ich noch was dazu sagen. Leider, wirklich leider, hat der René zu früh zum Film aufgehört gehabt. Der hat auch nicht gedacht, daran gedacht, was da dann noch gekommen ist. Taki war wirklich felsenfest der Überzeugung, das wäre Dirk und der hätte nur eine Maske aufgesetzt. Ich weiß nicht warum, aber es war wirklich so. Und ich bin dann weggelaufen, habe dann die Maske abgesetzt und dann hat der Taki mal richtig blöd geguckt. Also der hat wirklich nicht damit gerechnet, dass ich unter der Maske stecke. Also wir haben da königlich gelacht, aber leider nicht gefilmt gehabt. Aber jetzt geht's weiter mit den Weißwürsten. Tja, und da hatte mich der Taki auch schon ein bisschen abgefüllt. Oder ich habe mich abfüllen lassen. Nee, ist ja egal. Auf alle Fälle war es sehr lustig. Schauen wir weiter. Und Ene, Mene, Miste. Welchen nehmen wir jetzt hier? Den. Ah, da ist ja einer drin. Mach mal an hier. Den würde ich nehmen. Brennt nicht, brennt nicht, brennt nicht. Jetzt brennt er. Ja, den würde ich nehmen. Boah, warmes Wasser wird das. Heißes Wasser. Für Taki, Taki. Ja, tust du das auch mal umrühren, damit das nicht anbrennt? Wasser? Ja, sicher. Ja. Das muss, man umrühren, dass das nicht anbrennt. Habe ich letztens in einem Video gesehen. Ist ja verständlich. Ja, beim Burner, der hat so viel Schub, da brennt das Wasser sogar an. Ja. Ja. Das habe ich letztens echt in einem Video gesehen. Das ist verständlich. Und erst recht, wenn du Salz drin hast. Dann geht's noch schneller. Salz brauchen wir hier nicht. Wer will jetzt alles Weißwürste mit essen? Gibt es hier irgendwo ein Messer, das man nicht aufschneiden kann? Ja, genau, ich hab nur die Hand. Ich hab jetzt heute unbewaffnet. Oh, Leute! Und der Typ schenkt mir echt tatsächlich nochmal einen ein. Prost! Obwohl ich noch nichts gegessen habe. Prost! Oh. Und ich hab's, Leute, ich hab's im Livestream schon gesagt. Das Geile ist, dieses Mal geht's auf seine Kosten. Was denkst du? Leute, exklusiv, noch bevor Taki, ich hoffe, dass ich wirklich noch vorm Taki aussende, schauen wir jetzt einfach mal seinen neuen Kohlegrill an. Der hat noch nicht einmal das Unboxing gemacht. Und wir gucken jetzt einfach mal in einen Karton hier rein. Was da drin ist. Das habe ich mal Unboxing gemacht, aber schon aufgeschnitten. Ja. Boah. Alter Falter. Und sag mal, wie viel Karton sitzt das? Boah. Boah. Schaut mal her. Kommt schon mal näher her. Also. Das könnte ja fast Edelstahl sein. Mit Seitentischen sehe ich da. Also viel kann man jetzt leider nicht erkennen. Ich würde sagen, überlassen wir das Video doch in Taki. Und sei mal gespannt, auf was für ein Grill, der uns demnächst ein richtig, richtig geiles Video zusammenwämst. Weil wenn er kein richtig geiles Video zusammenwämst, kriegt er Halloween eine ganze gewaltige Schellen von mir. Ja. Und hier machen wir jetzt gerade unsere Weißwürste. Gabel mitnehmen. Also man sagt, dann stehen auch die Aschenbecher. Die werden langsam warm. Das Wasser dampft schon. Umgerührt haben wir jetzt nicht. Ich hoffe, dass das Wasser nicht unbedingt anbrennt. Aber bald sind sie soweit, dass wir essen können. Lecker weiß. Ja, da muss man umrühren. Mmh, und das in der Lausitz. Naja. Weißwurst. Ja, Leute, dann gibt's jetzt leckere Weißwürste. Ja. Und das wer ist ein mag jetzt alles eine? Ich. Die Frauen. Ja, komm mal näher hier. Das ist ein Teller. Näher hier.
Jetzt hauen wir jedem erstmal. Haben heute das extra gute Besteck und. Jetzt hauen wir jedem erstmal. Eine rausgeholt. Hallo, jetzt hauen wir jedem erstmal eine drauf, hätte ich gesagt. Ja, dann verteil weiter den Teller. Ach, dann war's schon. Ja, jeder erstmal eine. Meinst du großzügig? Großzügig. Ja, wer noch mehr mag, kriegt natürlich noch mehr. Ich habe ja noch ein paar da. Müssen die so stinken? Hacki, du weißt schon, wie lange es dauert, bis so eine Gabel aus dem Hirn rauseitert. Ich pack einfach mal rein, ich glaube, jeder kriegt drei Teller. Ja. Ja, 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 genau, das ist doch, ja, das ist doch was hier da. So, so, das ist doch besser so. So. Feinstes Geschirr. Ja. Feinstes. Keine Kosten und Mühen gescheut hier. Also wir nehmen immer unsere guten Teller, weil die kann man nämlich waschen. Die brauche ich nicht wegschmeißen. Die kann man auch waschen. Wie viel brauchen wir jetzt erst einmal noch? Wieso, die kann man ja aufwaschen. Genau, die kann man ja aufwaschen. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heiß, heiß. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, noch. Also. 6 braucht man nicht. Sieben. Hier sind wir, hier seid drei. Ach so, ja, stimmt, wir sind ja voll. Oh Gott. Ja. Ja, der Micha Ich muss sagen, gut riechen tun sie wirklich schon. Muss man aber sagen. Mann. Komm jetzt raus, du Sau. Brauchst du einen Teller oder lässt du jetzt drin? Nee, das ist meine. Du hast mir ja keinen Teller gegeben. Heiß, gib mal einen Teller! Ja, macht Ruf da. Süßer Senf, hier bitte. Mann. Ich teile meinen süßen Senfbeutel mit dir. Ja, super. Was ist das denn hier? Tante Antje? Ja. Nein, Händelmeier. Händelmeier. Also Leute, ich weiß ja nicht, ob das so intelligent ist, Weißwurst unter Alkoholeinfluss zu machen und zu essen, aber egal heute. Auf jeden Fall sieht das alle ein bisschen pervers. So. Na, so. Ich liebe einen. Also, Weißwurst definitiv nur mit süßen Senf, ansonsten schmecken sie nicht, aber so. Oh ja, also Weißwurst, also ich würde sagen, kann ich nicht hundertprozentig beurteilen, also sagen, also ich würde mal ein bisschen Kultur hier ins Niemandsland bringen. Niemandsland, also kannst du es ja nur auch wieder nicht. Kann ich nur sagen, die Wurst schmeckt mir wirklich, nur den süßen Senf muss ich nicht haben. Ach, was musst du nicht haben? Das ist Geschmack, das ist die Wurst oder wirklich? Was ich sagen? Schmeckt gut, ne? Die schmeckt wirklich gut. Die raucht schon lecker. Du Mike, ja? Tu mal die Bayern nicht so hochleben, ne? Ja, ja, genau. Komm die wieder nicht runter. Denk dran, du musst mich noch ein paar Tage aushalten. Ja, wer sagt euch dich mit? Deswegen meine ich ja. Die Wurst ist okay, aber mit dem Bautzer sind wir es besser. Ja, und? Passt zwar nicht, aber es ist besser. Ja, genau. Also Leute, jetzt hat mir dieser Fucky. Spacki, Tacki, ja, den Tax Golden Grizzly Honigbrand samtig weich hier angeboten. Ja. Und den probieren 35 Promille Prozent. Promille. Es ist egal. Noch nicht das. Den probieren wir jetzt auch noch. Ja. Na, da kommt der Nussli. Habe ich eigentlich noch geschafft. Ja. Den probieren wir jetzt einfach. Ja, grüß euch, mein Freund. Jetzt muss ich mit dem auch noch anstoßen. Jetzt, aber ja, macht nichts, ist in Ordnung. Es wird nobler, es wird nobler. Uiuiui. Uiuiui. Ja. 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 Ja, der feuert mehr. Ja. Und er ist wirklich sehr Honig. Ja. Viel, viel schade. Du musst ja sehen, dass er wirklich Honig brennt. Du punchst ihn doch mit Honig. Nachträglich noch, ne? Das ist wirklich Honigbrand und wird nochmal mit Honig gepanscht. Also, das stimmt. Okay. Also geblendet, oh, wie man ja dann sagt. Ne, ja, das ist nochmal ein bisschen süßer. Ja, das ist auch nicht Power hinter. Also die Flasche machen wir heute nicht mal leer. Also, ja, wir haben doch Nuss vor uns. Müssen die?
Tatis Nüsli. Ja, und Bier, da habe ich auch noch. Ja, sicher. Es wird schlimm für dich. Es wird schlimm für dich.